So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und wir haben wieder ein kleines Giveaway für euch in der Raid am Mittwoch-Folge. Danke an NetGhost schon mal jetzt. Und was ist mit deinem Bruder iScorp Jens überhaupt hin? Ihr habt immer die Doppelgänger am Start, ne? Wo ist iScorp Jens hin? Muss der wieder mal Maßkrüge schicken, dass man was von ihm hört. Ansonsten, ja, Grüße an raus an alle, die nicht da sind. Und das ist total sinnvoll. Deswegen fangen wir jetzt an mit dem Video und mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Baloo. Der hat in der letzten Raider-Mittwoch-Folge nämlich den Promocode eingelöst und hat sich das Knusp und den Trank gesichert. Und so ein Code ist auch wieder hier versteckt in dieser Folge. Blood Moon bin ich Glücksfreund geworden, haben auch dann direkt getauscht. Dann habe ich die Tage jetzt den 7. Regirock-Raid machen können mit den freien Pässen und habe direkt das 100% Regirock bekommen. Was ist das jetzt hier? Mann. 100% Regirock bekommen auf dem Habanero, auf dem Free-to-Play-Account aus 7 Raids. Kannst du nicht hochziehen, aber hast du erstmal da. The Rock, richtig cooles Teil. Dann habe ich hier Selal, 100er Mogelbaum, 100er Frubal mitgenommen, Radfratz, Shiny, Bronze, Shiny, Voldoball, Shiny, Schlurp, Shiny, alles bei Nacht, Evoli, Shiny, Fleckmon, Shiny, Ditto, Shiny, wie man Vögel in Pokémon Go jagt. Ganz viele goldene Bären hin, miep, miep, pusch, das Ding trotzdem geflüchtet, also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Blood and Tears zeigt uns wieder mal eine heftige Ausbeute. Ich sehe, der Akku ist auch gleich leer, ist wieder mal beste Vorbereitung. Shiny Cognodon Chanera Voltilam, Shiny Zwirlicht, Schlurp, Kleinstein, Tuska in Krypto, Shiny Gladiantri, Paras, Blutzuck, Shiny Perlu, Absol, Haspiror, Shiny Raupi, Schalellos, Dusselgur, Regirock, der fehlt noch. Shiny Krypto Suicune, 100%. Jetzt wollte ich sagen, was? Pichu in Shiny? Nee, ist nur ein Shiny Pichu, aber 100% Smogon, wie immer 0815 Zeug, was man schon hat und nicht mehr braucht. Ich würde ja wieder fast alles wegschicken. Ich versuche ja möglichst wenig Pokémon auf dem Habanero-Account dann zu sammeln. Das heißt, ich muss mir auch alle Shinies, die ich kriege, wegschmeißen, damit nicht der Dragonite kommt und sagt, hast du Shiny Dingsbums, habe ich nicht, gib mal her jetzt. Ich kriege ja nichts dafür, mein Staub leidet immer darunter. So. Highlight ist das da, gab es von der lieben Shiny, wurde sofort auf den Namen Ramses getauft. Ähnlichkeit mit einem sympathischen, witzigen YouTuber sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Fango Pops gibt es ja wirklich von allen möglichen Dingen, auch Pokémon. Ich habe noch nie einen Raupi Fango Pop gesehen. Jetzt ist mir klar, das muss ich haben. Raupi, mein Lieblings-Pokémon, ist immer das Maskottchen für die Videos und die Thumbnails. Raupi Kuscheltier, schön und gut, aber das fällt ja immer um. Das fällt ja immer um. Aber so eine Fango-Pop-Figur kannst du hinstellen im Karton, kannst oben noch ein Glas Bier draufstellen. Das funktioniert. Borgi, bin oft zu faul zum Traden. Paco hat das die letzten Tage mit meinem Account gemacht. Danke an Paco. Ja, 100% Glücks-Mankey mitgenommen. Von Mankey zu McMackey. Rotomurf, Shiny mitgenommen, 100% Glücks, Frubal mitgenommen, Kaiser Kai random in der Wildnis gefahren, Pepek 100%, dann ist er Level 50 geworden, aufgestiegen. Endlich Level 50 erreicht, wollte mich bei dir und allen aus der Community bedanken für die Interaktion für EP. Grüße zurück, Glückwunsch dazu, Kaiser Kai, ihr kennt's genau. Hier ist jetzt der nächste Promocode versteckt. Und da sind wieder die Leute, die gucken das Video und sagen, ich habe keinen gefunden. Hallo, hier bin ich, der Promocode. Junge, guck doch hin, da ist doch der Promocode da. Prime Gaming mit dem Code BNJZ46M4T6 NUE. Bekommt ihr auch einen Knusp und so einen Trank? Gebt's mal ein, wenn ihr wisst wo. Wenn nicht, dann kommt ein anderer zuvor. Und dann, wer es bitte eingegeben hat, schreibt's mal in die Kommentare, dass ich das auch verwenden kann. Dann, nachdem alles schön abscreenbar war, seht ihr jetzt wieder die Hölle auf Erden. Facebook Messenger. Wieder richtig dumm. Cliff gönnt mal wieder beim Benjamin Engel. Screenst du so ab, siehst du nix. Screenst du nochmal extra ab, hast du keinen Namen. Musst immer zwei Bilder von einer und derselben Sache machen. Mach Holo Krypto Shiny. Dann hat er hier
Frubalia im Solo geschafft mit Charm Strauchler. 60 Sekunden Restzeit übrig. Frubalia im Solo geschafft mit Rasierblatt Diebeskuss. 54 Sekunden übrig. Mal wieder ein Nicht-Event-Shiny, Kleinstein, sieht man ja, muss man nicht groß machen. Und seit langem auch mal wieder ein Shiny in der Rampenlichtstunde mit Glück Graulorn. War gestern Abend, Dienstag. Wer da gespielt hat, ich nicht. Nassim, der hat ja letztens mal was in Instagram geschickt, das hat aber einfach das Bild nicht angezeigt. Jetzt hat er es nachgereicht. Da es auf Insta nicht geklappt hat, das war das Shando aus der 99-Cent-Forschung zum Quest-Day, nämlich ein 100% Shiny-Dodu weiblich. Das ist cool, diesmal aber nicht Schocker der Woche, weil ich was ganz anderes hab. Schocker der Woche. Dann hat er hier noch eingereicht, 100er Raupi, 100er Driftlon, Shiny Furnifras, Shiny Perlu, Shiny Makuhita, Elke, die hat alles rausgehauen und ach, das ist auch immer, weil es Facebook ist, schlimm mit dem Upscreen. Hallo Ramon, C-Day Ausbeute, Paula Emperor, 11 Shiny, Flubal, aber alle nur 0 Sterne oder 1 Stern. Das beste Nicht-Shiny hatte 93 EV und es war das einzige, das im 90-Plus-Bereich war diesmal. Ich habe übrigens andere Shiny-Ausbeuten vom C-Day einfach jetzt mal weggelassen. Hier. Henry, weg. Alexander, weg. Lennart, weg. Shinaya, weg. Man weiß es ja, wie es aussieht. Bei Kaisi der Erste hatte nur 6 Shiny Frubal. Bei ihm war oben erwähnte 93er ein Shiny das hier. Das sieht man, weiß man, wie man aussieht. Ansonsten die Susbeute jetzt neu. Paula, 100er der letzten Wochen. Wir haben Unratydox, Rokara, Karadonis. Ich habe das Rokara nochmal groß gezeigt, weil das ist das Coolste von denen, finde ich. Dann Shinies bei Paula haben wir hier Kleinstein. Dann haben wir Pi, Fukano, Sandan, Furnifras, Ibitak. Habitak habe ich gelöscht. Dann haben wir hier Dodri. Dann haben wir Mauzi. Dann haben wir Kapuno. 100% bei Kaisi. Kognodon. 100%. Shinies bei Kaisi. Raupi, Chanera, Hutut, Habitak, Dusselgur, Navitaub, Trassler, Elezeba. Kommen wir schon zu Lennart. War also auch nicht zu viel, war also auch nicht zu spät. Brusthaare sind auch am Start. Lenza, danke, hier hat mitgemacht, wohl aus einem Community Raid. Was anderes? Da steht Meiningen, 19.05. Das war vor 3 Tagen. Shiny Garados. Dann aus dem Tauschen 100% Frubal Glücks dabei und hier noch Shiny Smogon, Cumulus. Shiny Perlu, Shiny Schuppe, Shiny Koriogel, Shiny Absol, Shiny Fenilu, Shiny Porygon, Shiny Porygon 100% Purmel, nimmst du mit, Shinux, erlöst es 100er Knacklion, Back to Back Shiny Frubal mitgenommen, Team Shinies habe ich auch rausgelassen jetzt, dann sind wir eigentlich fertig, kurze Folge, und dachte, ich hau heute endlich wirklich mal ein paar Bilder vom Selal rein, was du mir immer alles so schickt. 7+7 ist, siehst du schon, Kamerad, jetzt sind 14. Da malt er den ganzen Typ an die Tafel mit dem Schild und dem Bösen. Das fand ich irgendwie witzig. Dann eines der schwersten Objekte der Welt. Im Grunde kann es niemand von der Toilette in den Mülleimer bringen. Leere Rolle Klopapier. Ist so, sehe ich auch immer hier. Ich auf dem Klo sitze, neben mir 10 leere Rollen. Keiner bringt die weg. Ich dachte, es liegt dran, dass das Frauen halt nicht machen und Männer machen das, aber das ist bei anderen auch so. Ich bin wohl der einzigste Mensch, der es schafft, schwere Klopapierrollen, die leer sind, wegzutragen. Es heißt die Milch, weil die Milch weiblich ist, deshalb wird sie auch sauer, wenn man sie stehen lässt. Fand ich auch wieder gut. Chuck Norris hält einen Becher Joghurt fest, obwohl er nicht mehr haltbar ist. Versteht ihr das? Ein Feuerwehrmann hat versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Was ist dann passiert? Er wurde gefeuert. So ein Mist schickt mir die Selal jedes Mal und ich guck's mir an. Ich find's witzig, aber ich will's euch nicht zeigen. Aber jetzt heute zeige ich's mal. Hast du deinem Vater den Limo-Witz erzählt? Ja, fand er gut. Oder dein Schweigen würde nichts nützen. Stilles Wasser. Der nächste, der mich mit dem Vornamen anspricht, fliegt raus. Hermann Mann, 58, Lehrer. So. Man sagt ja eigentlich also, wenn der Mann heißt, Herr Mann,
Aber weil er ja mit Vornamen Hermann heißt, dann sagt er, Hermann ist mein Vorname, hört auf damit, ihr müsst mich mehr, das ist... Wer sowas sich ausdenkt, der hat doch echt... Runter vom Tisch, du bist nicht meine richtige Mutter, sagt die Katze. Und da hat sie ja wieder mal recht, da kannst du nichts machen. Schatz, hör mal, die grillen. Ich riech nix. Das könnte ich sein. Und dann haben wir trotzdem noch von Erki Hai hier gerade frisch aktuell ein 7-Tage-Durchbruch-Bild bekommen vom Shiny Hisui Sneebel. Das ist brutal, das ist fett, das ist schwarz. Das waren schon die Highlights. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und löst den Code ein. Wer hat den Code eingelöst? Schreibt es in die Kommentare. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von nicht Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern vom Pierre, also vom Dolepi. Was für Raider Mittwoch. 100% Shaman. 100% Shiny. Shaman. Shando. Shaman. Ihr habt einmal diese Forschung gekriegt. Ihr konntet einmal ein Shaman bekommen aus dieser Forschung, was Shiny ist. Und er hat das 100% Shiny Shaman. Als überfahrener Igel, den gestern viele bei sich auf den Kopf getragen haben. Finde ich cool, finde ich krass, finde ich genial. Lässt du den so? Änderst du da die Form? Machst du da was mit? Bleibt der so? Bleibt der so? Ich finde den so süß, ich würde den so lassen. Der kleine, süße Shaman-Igel. Shaman, Shamus! Eigentlich muss man ihn Shamus nennen, wegen damals, aber ja. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Akku ist rot. Shaman ist tot. Das war's und ciao.